Dieses Video widme ich einem Thema, welches relativ schnell erklärt ist, aber dennoch eine große Auswirkung auf einen Anime haben kann. Es geht um Plotholes. Diese sind an sich einfach nur Logiklücken oder Widersprüche innerhalb einer Handlung. Nehmen wir mein Lieblingsnegativbeispiel, Sword Art Online. Den ersten Fehler haben wir bereits in der ersten Folge. Wieso ist es möglich, dass ein Gerät auf den Markt kommt, welches das Gehirn des Verwenders brutzeln kann? Werden keine Tests durchgeführt, bevor das Gerät auf den Markt kommt? Wurde solch ein gravierender Fehler an dem Gerät einfach übersehen? Man weiß es nicht, aber es ist notwendig, damit der Plot funktioniert. Ein geniales Beispiel für einen Widerspruch haben wir in Folge 14. Der Anime wirbt durchgehend damit, dass es um ein Videospiel geht, in das die Spieler komplett eintauchen können. Sobald es aber darum geht, der Videospiellogik zu folgen, wirft der Anime einen der Hauptgründe, wieso viele Leute den Anime überhaupt schauen, über Bord. Kirito's Lebenspunkte fallen auf Null und anstelle seines Todes erwartet uns die Kraft der Liebe, welche es Kirito erlaubt, den Kampf zu gewinnen, was ein kompletter Widerspruch zu dem ist, wie es in einem Videospiel eigentlich sein sollte. Ich möchte jetzt auch gar nicht weiter auf SAO rumreiten, aber diese Beispiele machen sehr deutlich, was ein Plothole ist. Aber wieso passiert es, dass es Plotholes so häufig gibt? Die Antwort hierauf ist an sich sehr simpel. Oftmals ist der Writer einfach zu faul, um eine Story zu schreiben, die sich durchgehend an ihre eigenen Regeln hält, oder er würde es langweilig finden. Deshalb bricht er lieber die Regeln, welche er selbst in seinem Werk aufgestellt hat, um für eine Überraschung zu sorgen und die Serie folglich interessanter bzw. schlechter zu machen, da sie einen neuen faktischen Fehler beinhaltet. Ein Grund, den ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass der Writer selbst seine eigenen Regeln vergessen hat und ihnen deshalb widerspricht. Wenn man allerdings selbst vergisst, welche Regeln man aufstellt, dürfte das ja zeigen, wie wichtig einem sein eigenes Werk ist, nämlich gar nicht. Die Auswirkungen von Plotholes sollten offensichtlich sein. Durch zu viele Plotholes wird es schwer, eine Geschichte nachzuvollziehen, da sie schlicht und ergreifend keinen Sinn ergibt, wenn sie sich zu oft widerspricht und zu viele Fragen aufstellt, die sie anschließend unbeantwortet lässt. Zudem werden Geschichten dadurch unglaubwürdig. Dadurch kann ein Anime mit einer interessanten Prämisse schnell ruiniert werden. Wenn ein Anime seine eigenen Regeln bricht, kann der Ansatz noch so gut sein. Er wird so oder so zu verwirrend, zu unsinnig und letzten Endes schlecht. Ich sage nicht, dass in einem Anime jedes noch so kleine Detail erläutert werden soll. Es sollte aber durchaus darauf geachtet werden, dass der Zuschauer nicht alle 2 Sekunden eine neue Frage hat, die niemals beantwortet wird. Wobei man deutlich unterscheiden sollte, ob eine Frage absichtlich offen gelassen wurde, um dem Zuschauer beispielsweise Interpretationsraum zu lassen, oder ob es sich um einen Bruch in den eigenen Regeln, also ein Plothole, handelt. Wie immer hoffe ich, dass dieses Video halbwegs informativ war. Wenn ihr noch Ergänzungen oder Vorschläge für das nächste Was ist eigentlich habt, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren lassen. Ansonsten war's das von mir, haut rein!